Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren News in Bezug zum Pariser Autosalon. Dort hat Mercedes-Benz jetzt die Generation EQ vorgestellt und das zeigt nicht nur ein elektrisches SUV-Coupé, sondern auch, wie sich Mercedes-Benz in Zukunft die Elektromobilität vorstellt. EQ steht dabei für Electric Intelligence und EQ erkennt man an dem Black Panel Frontgrill. Das heißt, wir haben diesen beleuchteten Grill, der im Prinzip den alten Grill ersetzt mit dem weiß beleuchteten Stern. Das SUV-Coupé zeigt im Innenraum übrigens nur noch bedienbare Touch-Oberflächen, abgesehen von einer Funktion, nämlich der Sitzverstärkung, die bleibt elektrisch in der Tür, wie es bei Mercedes im Prinzip schon immer war. Der große 24 Zoll TFT-Widescreen ist übrigens total individualisierbar. Deutlich interessanter ist allerdings, was unter dieser Studie steckt, denn da ist ein 70 Kilowattstunden Batteriepack, das im Prinzip genauso variabel ist wie die neue Architektur, die sich zusammensetzt aus Stahl, Aluminium und Carbon. Man sagt aktuell, man soll damit rund 500 Kilometer, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, damit rein elektrisch zurücklegen. Ist jetzt bei einem SUV-Coupé wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, denn da ist einfach die Masse im Gegensatz zu der verhältnismäßig kleinen Batterie. Dementsprechend ist das mehr so ein Richtwert, den wir da jetzt bekommen, aber wir bekommen andere interessante Informationen. Dieses SUV-Coupé verfügt über einen permanenten elektrischen Allradantrieb, der über zwei Elektromotoren angetrieben wird und dessen Drehmoment sich zwischen den Achsen verteilen lässt. Das misst übrigens maximal 700 Newtonmeter. Die Ausbaustufe der Elektromotoren ist bei maximal 300 kW aktuell festgelegt und das Ganze wird über den Combined Charging System, also kurz CCS, aufgeladen. Aktuell kann mit CCS zwischen 50 kW und 150 kW geladen werden, aber man stellt auch schon mal in Aussicht, dass in Zukunft mit bis zu 300 kW Leistung geladen werden können. Das entspricht dann ungefähr einer elektrischen Reichweite von 100 km, die da in die Batterie gepumpt wird innerhalb von 5 Minuten. Die Fahrleistungen des Antriebs soll übrigens dabei liegen, dass man in weniger als 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen kann. Ob das jetzt nur für den Antrieb oder auch für das gezeigte SUV-Coupé gilt, ist leider fraglich. Das war's mit dieser News zum Mercedes-Benz Generation EQ. Weitere News zu Paris folgen.